Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CFD. Ich bin Malte und heute gibt es den zweiten Teil von unserem Touring und wir schauen uns jetzt den Innenraum an. Jetzt das Intro. Ja, gehen wir mal zum Auto. Habe ich einen Schlüssel? Ja, der Innenraum. Wo fangen wir denn da an? Klar, das was am auffälligsten ist und was auch, ich sag mal, die positivsten Reaktionen bekommt, ist unser Neidfaktor Innenraum. Und wir haben da gemacht das Armaturenbrett, Lenkrad, Türtafeln, Mittelkonsole, Rücksitzbank und die Sitze. Da komme ich gleich nochmal drauf. Die Geschichte ist auch ganz, ganz witzig. Damals 2017, als wir das Auto dann zur Essen Motorshow fertig haben wollten, war das alles so wirklich kurz auf knapp. Wir haben die Teile, also wir haben alle Teile doppelt gehabt. Ich habe also ein Armaturenbrett gekauft, Türtafeln gekauft, Mittelkonsole gekauft, haben die dann nach Hamburg geschickt und der Helge, schöne Grüße, kennen die meisten von euch ja sicherlich mittlerweile, hat dann angefangen, die Sachen zu satteln. Wir haben die Sachen dann bekommen, zwei Tage vor Messebeginn, und der Klaus Orlitzki, sein Vater, ich und ich glaube Dominik war auch dabei, haben dann wirklich so in so einer Nacht- und Nebelaktion hier alles rausgerupft und eingebaut. Wobei das Armaturenbrett wurde von einem Mitarbeiter von Neidfaktor eingebaut. Da kann ich euch mal ein paar Fotos einblenden. Das war wirklich, wirklich wüst, aber hat der super gemacht. Jedes Kabel sitzt da, wo es soll. Jeder Stecker ist angeschlossen, alles funktionierte damals. Was haben wir denn da genau gemacht? Wir haben hier eine zwei Ledermischung. Wir haben ja einmal so ein Porsche Nappa-Leder und echtes Alcantara. Und das Ganze wurde dann mit einer grünen Naht versehen, weil, ich habe im letzten Video schon gesagt, grün ist hier so der Kennfaden, ja, der grüne Faden im Projekt. Und habe ich bis heute wirklich nicht bereut. Und das sagt ja auch Jean-Pierre immer wieder, das sind so ein Innenraum zu so satteln, das macht nicht jeder. Das ist immer so der Traum von jedem Tuning-verliebten Menschen, weil es einfach nicht billig ist. Aber es gibt dir einfach jeden Tag etwas zurück, weil du sitzt in deinem Auto und du freust dich. Ja, es ist, fühlt sich einfach super toll an, es ist super hochwertig, es ist der Hingucker. Und ja, also das war eine der Sachen, die mir immer noch am besten gefällt. Ja, Lenkrad ist das gleiche. Da haben wir hier so ein perforiertes Leder genommen und oben Alcantara mit grüner 12 Uhr Markierung. Hier war früher mal dieses M-Performance Lenkrad drin mit dem Display. Das war mir aber zu viel Kirmes. Also das fand ich, aber ich habe es nicht benutzt und das war mir einfach zu viel und ich fand das Neidfaktor Lenkrad einfach, passt einfach so toll in den Innenraum. Deswegen, ich drehe es mal gerade, ja. Ich mach mal ganz kurz hier die Maschine an. Bisschen laut. Sieht man jetzt also hier 12 Uhr Markierung und ich finde, es passt einfach schön in den Innenraum rein. Ja, wir haben dann noch ein bisschen Carbon von Autotechnik. Da haben wir hier die Spangen, die innere Spange, die äußere ist M-Performance Original und die Schaltwippen haben wir hier drin. Und wir haben von Autotechnik auch mal grüne Buttons bekommen, hier so M1, M2 und auch einen grünen Startbutton, den habe ich bis heute nicht eingebaut. Das muss ich nochmal machen. Dann haben wir das Navigationssystem mal direkt damals upgegradet. Hier war ursprünglich ein Navi Business drin oder so mit dem kleinen Display, das sah natürlich voll armselig aus. Da hat die Firma FF Retrofittings hat hier das NBT Evo eingebaut, ID6, also für die F-Serie das modernste Navi-System, was es gibt, mit Wireless, Apple CarPlay und so. Das sind so Sachen, die machen das Leben halt einfach angenehmer. Und die Jungs von FF haben damals bei Klaus Orlitzki auch viel an der Codierung geholfen und haben da mit beigetragen, dass das Auto ansprang, haben viel Grundarbeit geleistet. Und ja, so viel dazu. Was haben wir denn noch?
Im Innenraum. Genau. Nachgerüstet haben wir auch viele, viele Sachen. Das haben wir dann selber gemacht. Habe ich ja letztens auch schon gesagt. Wir haben die Facelift-LED-Scheinwerfer nachgerüstet. Wir haben hier den Blindspot-Assistenten nachgerüstet, der in den Spiegeln angezeigt wird. Wir haben... das Auto hatte schon die Spurverlassen-Warnung und genau, die Auffahrwarnung. Ja. Wir hatten mal drüber nachgedacht, auch Night Vision nachzurüsten, aber im Endeffekt ist das sehr viel Arbeit, es kostet sehr viel Geld und kein Mensch benutzt es danach. Deswegen haben wir das nie gemacht. Ja, was ich noch sagen wollte zu den Sitzen. Also wir haben die Rücksitzbank wurde geledert oder gesattelt von Night Factor und wir haben ja hier zwei Recaro-Stühle drin. Das sind die Recaro Cross-Sportster-Sitze. Ohne die hohen Wangen, weil ich halt ein bisschen dicker bin. Oder nein, also meine Hüfte ist halt nicht so schmal. Und ich empfand die Cross-Sportster-Cross-CS-Sitze einfach immer zu eng. Das ist halt für den Charakter des Wagens, darauf kommt es ja auch immer zurück. Daily, Langstrecke, muss bequem sein. Fand ich halt diese CS-Sitze einfach zu unbequem. Und deswegen war ich froh, dass es die mit der kleinen Seitenwange gab. Und... ja, also überraschenderweise, ich habe das nicht erwartet, aber diese Sitze sind wirklich langstreckentauglich, sind sehr bequem. Wenn man hier mit 1000 Kilometer fährt, steigt man nicht irgendwie verkrüppelt aus. Also das ist wirklich angenehm. Ich weiß aber nicht, wie jetzt so ein originaler M-Business Performance-Sitz, wie der sich anfühlt, keine Ahnung, aber ich bin hiermit wirklich sehr happy. Ihr seht auch, wir haben noch die beigen Gurte, ja. Das Auto hatte mal eine beige Innenausstattung, das haben wir bis heute nicht gemacht, das wollen wir immer machen. Wir können hier natürlich jetzt nicht, am besten wäre halt ein grüner Gurt, nur es gibt keine Gurte mit TÜV und beim Thema Gurt bin dann auch ich doch wirklich sehr vorsichtig, also ich möchte nicht mit Leuten durch die Gegend fahren und der Gurt ist nicht zugelassen. Deswegen werden wir hier wahrscheinlich immer mal einen schwarzen Gurt einbauen, damit das in die Optik passt, weil so ein beiger Gurt, der passt hier halt wirklich gar nicht rein. Ja, die Sitze an sich, die wurden nicht von Night Factor gesattelt, sondern das hat die Firma Recaro gemacht. Da haben die Jungs von Night Factor einfach das Leder hingeschickt und dann wurde das dafür genäht und aufgezogen, weil die machen das mit der Maschine. Das war halt wesentlich, wesentlich günstiger und lag halt nahe. Es passt perfekt in den Innenraum, die Naht ist die gleiche. Deswegen nur so als... Kniff. Die Sitze wurden dann von den Aulitzki-Jungs eingebaut. Da hat der Domi damals extra eine Schiene gebaut, weil es gibt keine richtige Adapterschiene für das Auto. Hat also dann mit einem Schlosser zusammen da wirklich ein sehr massives, hochwertiges Teil gebaut und die Sitze funktionieren wunderbar. Und wir haben auch die elektrische Verstellung, also die Sitze fahren elektrisch vor und zurück. Und eine Sitzheizung hätten wir ja theoretisch auch. Ich müsste sie nur mal anschließen. Was wir nicht gemacht haben, ist ein Alcantara-Dachhimmel. Das ist natürlich auch immer eine schöne Sache. Aber das Auto hatte einen schwarzen Dachhimmel. Und wie ihr wisst, hat das Auto kein Panoramadach. Und das war okay für mich. War auch eine Preisfrage am Ende des Tages. Und ich finde das okay, weil man so ein Dachhimmel, wenn man das weiß, dass man den hat, das ist schön. Aber im Endeffekt guckt man sich dann einmal an und danach nie wieder. Und ich fand den schwarzen halt, wie gesagt, in Ordnung. Panoramadach ist so eine Sache, hätte ich... auch gerne gehabt, klar. Man kann jetzt argumentieren, Auto ist dadurch irgendwie 80 Kilo leichter. Ob das hier bei dem Prügel so eine Sache ist, weiß ich nicht. So ein Panoramadach nachträglich noch einzubauen, ist halt auch schon eine gewisse Action. Wer weiß, vielleicht machen wir das mal. Aber Auto hat jetzt halt kein Dach. Also kein Schiebedach. Ansonsten musikmäßig Harman Kardon, das ist auch Serie. Ich hatte auch mal überlegt, ob wir hier uns dieses B&O-System nachrüsten mit diesem kleinen Mitteltöner, der da aus dem Armaturenbrett rausfährt. Das ist auch eine schöne Sache, aber kostet auch sehr viel Geld. Und ich glaube, der Mehrgewinn an Tonqualität ist das dann nachher nicht wert. Vielleicht machen wir hier nochmal was anderes aus dem Zubehör, aber das ist auch etwas für später, Peter. Was auch fehlt oder was halt hier, glaube ich, besonders ist, das ist hier die schwarzen Interieurleisten. Jeder wird jetzt sagen, Mensch, warum hast du denn nicht Carbon? Du bist doch Carbonbaron, du brauchst doch Carbon im Innenraum. Persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich stehe da nicht mehr so drauf. Ich wollte halt nicht so viel Carbon im Auto haben. Ein paar Carbon-Akzente sind okay, aber die Innenraumleisten in Schwarz fand ich persönlich schöner zu dem schwarzen Auto. Das ist so mehr dieses Understatement, was ich für dieses Auto mir gewünscht habe und deswegen bin ich damit sehr glücklich. Ob wir da mal in Zukunft noch irgendwas machen, das ist möglich, aber nur so für euch
der Hintergrund, warum wir hier nicht alles aus Carbon gemacht haben, ja. Carbon everywhere. Ich fand das so schön, ne? Also dieses Auto ist halt wirklich so gebaut, wie es mir am Ende gefällt. Und weil ich es halt jeden Tag fahre. Ja gut, ich wollte nochmal auf das andere Video zurückkommen. Also es gab sehr viele Kommentare. Es freut mich wirklich sehr, dass das Video so gut angenommen wurde und dass das so viele geguckt haben, dass euch das so interessiert. Vielen Dank dafür. Viele haben viele Fragen gestellt. Viele haben gefragt, was das Auto verbraucht. Das ist halt auch das Schöne an diesem Auto, an diesem Konzept. Das kann wenig verbrauchen für einen 8-Zylinder mit so viel PS. Da liegen wir so um die 10 Liter, wenn man jetzt die Pferde nicht aus dem Stall lässt. Das Auto kann aber auch natürlich ohne Ende verbrauchen, wenn man jetzt mal richtig die Sau rauslässt, dann braucht das Auto entsprechend. Aber das ist das, was ich mag, diese Flexibilität, nichts verschwenden zu müssen. Wir hatten mal einen C63 mit diesem großen Sauger V8, der hat einfach 20 Liter immer gebraucht und ja, für so ein Daily finde ich das einfach toll, wenn man da flexibel ist, ja. Man kann halt schnell fahren oder auch entspannt und dann läuft der Hahn nicht so durch. Ja, was haben denn noch die Leute gefragt? Genau, die Seitenteile hinten, da haben mich zwei, drei Leute gefragt, sind die denn gemacht? Nein, die sind Serie, weil der M5, also die Limousine, hat hinten ganz normale Seitenwände. Also da ist nicht wie bei Audi irgendwas breiter gemacht. Die sind da gleich, wie wenn du jetzt einen 520i fährst und zum M5, da ist an der Karosse hinten nichts anders, nur die Kotflügel sind anders. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber du kannst doch beim M5 breitere Felgen fahren. Ja, das wird aber über die Spurweite der Hinterachse geregelt. Das heißt, die Hinterachse ist ein bisschen schmaler, ein paar Millimeter. Und deswegen kann man da breitere Felgen fahren. Das ist auch der Link zu unserer neuen Achse. Dabei werden wir ja nochmal ein ganz separates Video machen. Wir sind da, wie gesagt, fast fertig. Und das Problem ist, wenn wir diese Hinterachse einbauen, dann ist die Spurweite nach wie vor wie vom 550. Und wir können hier nur 10J Felgen drauf tun. Und mit so viel Leistung wäre es besser, statt einem 275er Reifen einen 305er zu fahren. Das geht nicht. Und wir überlegen derzeit, ob wir noch was an der Karosserie hinten machen. Und hier würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal eure Meinung sagt. Fändet ihr das gut, wenn wir an diesem Auto hinten die Seitenteile ein bisschen verbreitern, sodass wir vielleicht eine 10,5er oder eine 11er Felge fahren können? Ist dann halt nicht mehr original, ist nicht mehr dieses OE Plus, so wie BMW es gemacht hätte, sondern wäre halt dann Tuning. Ja? Da sagt mir doch mal, wie ihr das finden würdet. Ich stelle mir das ganz gut vor, weil vorne hast du halt diese breiten Kotflügel und hinten ist es halt recht schmal. Also ich stelle mir das so R6-mäßig doch schon ziemlich sexy vor bei dem Auto. Wir machen zu dem Auto noch mehrere Videos. Wir waren letzte Woche unterwegs und haben hier eine Kupplung eingebaut. Dafür wird es ein Video geben. Wir machen, wie gesagt, nochmal eins mit Workshop Number 5 zur Abgasanlage. Wir machen nochmal eins zur Hinterachse und zu all den Dingen, die da kommen. Wenn euch noch irgendwelche anderen Dinge interessieren, schreibt es in die Kommentare. Wir versuchen das dann umzusetzen. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut. Lasst eure Fragen in den Kommentaren da und abonniert unseren Kanal, damit ihr immer wisst, wenn wir ein neues Video hochladen. An dieser Stelle einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!